Herzlich willkommen zu einer neuen Videosequenz im Rahmen einer kosmetischen Beinverlängerung. Ich würde heute gerne den Aspekt der Röntgenbilder mit Ihnen besprechen. Wie viele Röntgenbilder gemacht werden, wann Röntgenbilder bei uns notwendig sind und was der Hintergrund dahinter ist. Das erste Röntgenbild wird natürlich vor der Operation durchgeführt. Da hätten wir ganz gerne einmal Ganzbeinstandaufnahmen, und zwar in zwei Ebenen. Das dient schlichtweg der Bemessung Ihrer Beinachse bzw. auch der Markhöhlen von Oberschenkel und Unterschenkel und der Bemessung der Krümmung des Oberschenkels und zur Vorbereitung der Operation. Ich gehe auf die Bemaßung und auf die Proportionen von den Knochen bzw. vom Oberschenkel nochmal in einer separaten Videosequenz ein. Wichtig wäre heute nur für mich, dass Sie wissen, einmal wird ein Röntgenbild gefordert, um die Operation zu planen und um die Bemessung zu machen, präoperativ. Dann haben wir das nächste Röntgenbild nach der Operation im Rahmen des stationären Aufenthaltes im Allgemeinen einfach als Kontrolle, dass man einmal die Kontrolle festgehalten hat, dass das Implantat gut sitzt, dass die Schrauben alle fest drin sind, dass sie die kleine Lücke, die wir ihnen geben, am Anfang in Ordnung ist und dass alles genauso regelhaft abgelaufen ist, wie man das auch in der Operation durchgeführt hat. Die nächste Röntgenkontrolle brauchen wir dann aber nur inmitten des Verlängerungsprozesses, das heißt im Allgemeinen nach circa 6 Wochen. Dann möchten wir schlichtweg nur sehen, dass alles in Ordnung verlaufen ist, dass ungefähr die Abstände, das heißt die Distraktionsstrecke im Knochen ungefähr gleichmäßig ist, dass das Implantat und die Schrauben alle noch hervorragend drin sitzen und einfach einmal eine Kontrolle haben für uns. Bitte weder in der Mitte noch am Ende versuchen, die Distraktionsstrecken beim Radiologen exakt ausmessen zu wollen. Das wird nicht klappen. Das Exakteste zum Bemessen der Distraktionsstrecke ist die Anzahl der Klicks, die Sie durchführen. Der Hintergrund da ist eigentlich relativ einfach. Sie haben pro Klick, den Sie durchführen, eine Distraktion von haargenau und exakt 0,052 mm. Das können Sie in keiner Art und Weise beeinflussen. Sie können aber sehr viele Fehlerquellen haben und produzieren im Röntgenbereich. Das heißt, mit einer verschiedenen Projektion oder wenn Sie sich etwas mit einer Seite zum Röntgen dazudrehen oder wenn der Abstand hinten zur Aufnahmequelle sozusagen ein bisschen größer ist und, und. Sie haben da relativ viele Messungenauigkeiten und das bewirkt schlichtweg immer, dass Sie einen Messfehler drin haben, wenn Sie versuchen, beide Distraktionsstrecken im Röntgenbild exakt auszumessen. Da ist eine relativ große Varianz drin. So, das letzte Röntgenbild, das wir machen, ist am Ende der Verlängerungsstrecke. Das heißt, sobald Sie aufgehört haben mit der Verlängerung, in der nächsten Woche wäre ein Röntgenbild nur von dem Bereich der Verlängerung in zwei Ebenen fällig. Das hieß im Oberschenkelbereich nur die Oberschenkel in zwei Ebenen oder im Unterschenkelbereich die Unterschenkel in zwei Ebenen. Auch nochmal nur zur Kontrolle, dass alles in Ordnung ist, dass es gut sitzt und dass die Distraktionsstrecke ungefähr im gleichen Maße abgelaufen ist. So, dann beginnt die Konsolidierungsphase. Die Konsolidierungsphase würden wir ganz gerne nach 3 Monaten noch einmal kontrollieren. Auch da reicht im Grunde genommen der Oberschenkel aus bei einer Oberschenkelverlängerung bzw. der Unterschenkel bei einer Unterschenkelverlängerung, um zu sehen, inwiefern die Knochenneubildung vorangeschritten ist. Das nennen wir ja Kallus. Dann sehen wir diese schönen Kallusstraßen, die schon beginnen, diesen Bereich weit zu überbrücken. Wenn wir sehen, das ist alles soweit in Ordnung und das ist so, wie wir es erwarten würden, wäre das allerletzte Röntgenbild nur mehr vor der Metallentfernung notwendig. Metallentfernung heißt, nach circa 2 Jahren empfehlen wir, das Implantat zu entfernen und bevor wir das Implantat entfernen, wäre nochmal ein Röntgenbild zur Kontrolle der vollständigen Durchbauung notwendig. Zwischendrin brauchen Sie keins. Vielen Dank dafür.